Kamera läuft, Bart sieht scheiße aus, Haare sind nicht gemacht. Top. Yo, was geht ab, meine Freunde und Freundinnen? Mein Name ist Ranzratte oder auch Stefan oder auch der Typ mit dem Bart. Jedenfalls habe ich einen Schritt gewagt, den ich mir jetzt seit 4 Jahren überlege. Und zwar habe ich mir ein, es ist dort hinten, Moment. Ganz recht, ich habe mir ein MacBook gekauft. What? Was ist? Hör mir doch erstmal zu, Mann, das ist für Musik und Filmproduktion und so, weißt du, das ist wichtig für mich, Mann. Ach so. So, also, ich habe mir ein MacBook gekauft, die 2018er Version. Ey, aber du bleibst auch bei Windows, ne? Als ob ich nicht bei Windows bleibe, ey, mir rechts. Windows, den mit dem Fenster. So, pass auf, müssen wir jetzt hier noch weiter diskutieren oder können wir das jetzt einfach so stehen lassen, Digga? Hm? Oh, oh, okay. Ah. Schön. Die 2018er Version mit Touchbar, 15 Zoll. Ich mach's mal, hallo. Ja, wie geht das auf? So sieht das ganze Ding aus. Es hat ein i7. Ich habe extra nicht den i9 genommen. Die i9 CPU bringt mir tatsächlich gar nichts. Ich schneide maximal in 1440p da. Also, sorry, ne? Reicht mir halt vollkommen aus. 16 GB RAM, 512 GB SSD und eine irgendwas ATI 560, Apfel über diesen Mac Systembericht. Grafik und Displays. 560X. Und eine Intel UHD Graphics 630. Die ist tatsächlich auch schon einigermaßen angenehm, was das Arbeitstempo bei 1080p Materialien, Alter. Hey, haben wir noch ein bisschen Bauschaum? Ja, Bruder, aber nur in 1080p. Was ich damit sagen möchte, ich spreche aus Erfahrung. Ich schneide momentan oder beziehungsweise habe bis jetzt immer mit dem Ding hier geschnitten. Das ist ein Asus ZenBook. Keine Ahnung, welche Generation. i7, siebte Generation. 16 GB RAM und eine HD 620 hat das Teil hier verbaut. Mit dem Ding habe ich bis jetzt immer geschnitten. Und das Erste, was ich vermisse, wenn wir uns das Gerät hier mal angucken und auch von dieser Seite, ja, was vermisse ich da wohl? Richtig, Anschlüsse. 4-mal USB-C, Thunderbolt, Gedöns, bla bla und ein Klinkenstecker, immerhin noch ein Klinkenstecker für Headset respektive Kopfhörer, ist halt einfach nichts. Und ich verstehe auch wirklich nicht, warum Apple keinen wenigstens, ja, keinen SD-Karten-Slot verbaut. Weil ich meine, das Ding, von wem wird das am meisten benutzt? Von Filmemachern und Musikern. Gerade bei Filmemachern ist so ein SD-Karten-Slot halt elementar easy geil zu haben. Aber nicht, dass ich mir jetzt nur so eine fancy Tasche gekauft habe, mit der ich wie so ein Hipster in Starbucks sitzen kann. Nein, ich habe mir sogar ein Adapterteil gekauft. Für, ich glaube, 40 Euro oder so. Darüber kann ich laden. Auch Fast Charge. Hat einen Micro-SD-Slot. Ein SD-Karten-Slot, USB-C, Thunderbolt-Gedöns und 2 normale USB, ich glaube Type-A heißen sie. USB 3.0 oder 3.1, weiß ich jetzt gar nicht, ist mir auch scheißegal. Auf jeden Fall komme ich da dann so ein bisschen klar. Okay. Des Weiteren habe ich mir dann noch diese SSD von Samsung gekauft, eine SSD T5, 1 TB Speicher, USB-C, hat ein Kabel dabei von USB-C auf USB-C und von USB-C auf den Standard, also ich glaube, wie gesagt, Type-A-Anschluss. Auf jeden Fall cool, ist ein bisschen teuer, ja, aber ich dachte mir, komm, die kaufst du einmal, so ein Teil brauchst du immer und ich glaube, ich habe jetzt 200 Euro oder so, aber für eine 1 TB SSD ist das okay, ja, über Preise brauchen wir überhaupt nicht reden. Alles ist zu teuer, was Technik ist irgendwie. Aber ja, nice. Auf jeden Fall kann ich die dann an meinen Streaming-PC oder an meinen Gaming-PC anschließen, darauf sofort aufnehmen, dann an den Mac anschließen und von der Platte direkt runterschneiden. Weil das Ding ist so fucking schnell, das ist genauso, als würdest du von der internen schneiden. Okay, nahezu so schnell. So, warum jetzt also ein Mac? Tja, Musikprogramme, Final Cut, Videoprogramm, also Logics würde ich ganz gerne verwenden als Musikprogramm, als DAW. Und Final Cut habe ich auch sogar schon geholt als Videoschnittprogramm, weil ich fand Final Cut, ja, immer schon geil von dem, was ich so gesehen habe bei Leuten, die damit geschnitten haben. Ich habe mich dann mal gestern so hingesetzt und meinen Stream versucht zu schneiden. Ich habe auch direkt Videomaterial genommen, was sie bei einer...
Ich glaube 7,5 Stunden oder so ging. Also es ist teilweise sehr umständlich, weil man einfach diese Tastenkürzel nicht kennt. Ja? Aber ich denke, wenn man da wirklich lange mitarbeitet, oder beziehungsweise was heißt lange, man so 2-3 Tage und dann die Tastenkürzel verinnerlicht hat, dann kann man damit unfassbar gut und schnell schneiden. Der Workflow, Workflow begeistert mich jetzt schon. Ja? Ich war früher immer so, ja, Apple, Mac, muss ich das denn wirklich haben? Alter, ich habe das Ding 3 Stunden auf dem Schoß und ich bin davon hellauf begeistert, Mann. Wisst ihr? Real Talk, ne? Ich wollte einfach nur so eine ganz kurze Videofrequenz nehmen und die auf YouTube hochladen. Und das war mir dann gestern zu viel und das Rausrendern und so. Und hier habe ich auch noch gar nicht mein Intro drauf, das muss ich auch noch machen und so. Und bin dann kurz wieder zurück an Windows, habe Vegas 15 geöffnet. Das erste, ich schwöre es euch, das erste, was es macht, innerhalb der ersten 5 Minuten erstmal abstürzen. Weißt du, hiermit habe ich die ganze Zeit versucht, mit Akkubetrieb, flüssiges Arbeiten und so. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr begeistert davon. Das ist, by the way, kein Placement, selbst gekauft. Wie gesagt, 4 Jahre habe ich jetzt überlegt, ob ich wirklich mal ein MacBook hole. Und ja, jetzt habe ich eins. Ich bin mal echt gespannt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, habt ihr auch einen Mac? Habt ihr gewechselt? Seid ihr eventuell wieder zurückgewechselt? Ja, auf Windows oder Windows Mac, Mac Windows, Mac Windows, Windows Mac, irgendwie so. Könnt ihr ja mal, was habe ich jetzt alles gesagt? Schreibt mir einfach was in die Kommentare, Freunde. So, das war's an Neuigkeiten. Und weil ihr immer fragt, dem Kater geht es super. Der liegt soeben auf diesem Sessel und schläft. Den werde ich jetzt aber nicht stören, nur um ihn zu filmen. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Wir sehen uns hoffentlich auch mal im Stream. twitch.tv/ranzratte-live. Ansonsten gucke ich, dass ich wieder ein bisschen regelmäßiger Videos mache. Auch solche Videos hier, da habe ich einfach mega Bock drauf. Demnächst kommt noch ein Video zum Samson C01. Eines der günstigsten und besten Mikrofone für Einsteiger auf Twitch und YouTube. Oder auch in die Musikbranche. Jetzt aber ganz gerne eine Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Ansonsten lasst es eben halt bleiben. Verpisst euch. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich habe das... Ich wollte das nicht. Regie. Ja, okay, wir können schneiden. Nein, ich habe jetzt ein MacBook. Haut da rein, bis dahin. Tschüss.